Ja, ich begrüße euch zu dem speziellen Podium, das wir da heute am Nachmittag jetzt in der nächsten Stunde werden haben. Es ist eigentlich eine Art eine Erzählrunde. Wir haben hier vier Leute, die alle einen Teil von ihrem Leben im Ziegel verbracht haben oder immer noch da verbringen. Ich tue sie ganz kurz dann vorstellen. Es ist toll, dass ihr vier da sind. Der Anlass ist das Ziegelbuch, das Rotifabrikbuch, das heute Vernissage feiert, ab 7 dann in der Aktionshalle. Und das hier ist eine Art ein Amüsbusch, vielleicht auch ein Klassentreffen, respektive einfach ein Ziegeltreffen. Den Text geschrieben habe über die Geschichte des Ziegels in dem Roten Fabrikbuch, habe ich ein paar Mal gedacht, das wäre so schön, wenn andere auch zuhören könnten, wo der Louis erzählt hat, später am Telefon, wo ich Susanne endlich dann mal am Draht hatte, respektive ihr mal angerufen habe, dann auch, das wäre so schön gewesen, wenn man ihr zuhören könnte. Und dasselbe beim Ben und Laila. Also ich tue mir schon vorstellen. Die Laila, die da am Rand hockt, sie ist eigentlich ein sogenanntes Ziegelkind, kann man glaube ich sagen. Nicht gerade da geboren, aber fast. Umgekrabbelt schon da, als Tochter vom Reto, die lange da geschafft hat. Und sie schafft jetzt selber im Ziegel. Seit 2016. Sie ist mittlerweile selber Mami und ihr Bub krabbelt jetzt auch da rum. Rechts von mir ist der Ben Dreislin. Er ist seit... sechs, sieben Jahre da. Interessante Stimme auch in dem Text, der im Rote Fabrikbuch drin ist. Danke, dass Sie da sind. Susanna Andreossi, sie ist eine von den Ur-Ur-Ur-Ziegelfrauen. Sie ist die Wirtin, also das Wirtepatent, hat Susanna mitgebracht. Und das war nicht ganz unwichtig, da wirst du dann auch noch etwas dazu erzählen. Danke, dass du da bist. Dann links aussen haben wir den Louis Fröhlicher, den wahrscheinlich ziemlich alle von euch kennen. Der Louis ist nicht ganz von Anfang an, aber es ist wirklich ein Detail. Also, ich glaube, nach einem halben Jahr Ziegelexistenz hast du da angefangen und bist da pensioniert worden. Und, ausrangiert. Genau, also der Louis wird sehr viel auch zu erzählen haben heute. Ja, ich würde sagen, wir fangen gerade an. Das Gespräch folgt so ganz chronologisch der Zeit. Wir fangen bei den Anfängen an mit der Susanna und fahren dann weiter in die Geschichte und wir hoffen, dass wir es auch noch in die heutige Zeit schaffen. Es gibt viel zu erzählen und wir werden sicher viel, also der Schwerpunkt wird sicher die Anfangszeit sein, weil das wahrscheinlich, ich nehme jetzt mal an, die meisten von euch vielleicht auch am allermeisten interessiert, wie der Ziegel eigentlich damals gestartet ist. So. Gut, dann hocke ich jetzt einmal ab. Also, Susanna, erzähl doch mal, der Ziegel hat am Anfang ja nicht Ziegel Olag geheissen, sondern zum Roten Ziegel. Und er war auch nicht da gewesen. Erzähl du, wie hat er gestartet und wo hat der Ziegel gestartet ursprünglich? Also, ich... Ja. Im 1980 bin ich angefragt worden von drei Leute aus der IGRF, ob ich würde da mitmachen. Sie bräuchten jemanden, der Beiz führt, damit der Kulturbetrieb auch ein Herz hat. Und das Herz, das ist dann der Rote Ziegel geworden. Wir haben im Kollektiv gestartet und die Margaret Huber, die eine Kollegin sie ist leider heute verhindert, hat nicht kommen können, aber sie hat dann den Vorschlag gebracht zum Roten Ziegel. Rot, das ist vielleicht nicht allen ganz so geläufig, aber Rot ist einfach die Gesinnung, die politische Gesinnung gewesen, dass wir auf der Seite von diesen Leuten, von diesen Jungen gewesen sind
die da einen Ort gesucht haben, wo sie haben können sein. Und das ist Motivation gsi auch, dass ich da ja gesagt habe. Ich bin nämlich erst gerade zurückgekommen von Südamerika, wo ich auch beizert habe, 3 Jahre. Und habe mich interessiert, das Wirtepatent zu machen. Und bin aber abgelehnt worden. Es hat geheißen, es gibt 2 Jahre Wartefrist. Also im Moment keine Chance für ein Wirtepatent. Also du hast das Wirtepatent für den Ziegel eigentlich ganz machen? Ganz genau. Und dort in einer Alternativbeiz, im Tübli, am Limmatg, dort habe ich ausgeholfen. Und dank dem Schreiben, dem Empfehlungsschreiben von der Lilo, die das geführt hat, bin ich dann innerhalb von 2 Wochen an der Wirtefachschule gelandet. Also mit Vitamin B geht auch in der Schweiz einiges besser. Und ich habe dann die 3-monatige Wirtepatentprüfung gemacht nach diesen 3 Monaten. Und am 1. November 1980 habe ich im Ziegel angefangen. Hast denn du irgendjemanden gekannt, der mit dir zusammen den Ziegel gestartet hat? Also der Domenico Mariani, er war die Person, die auf mich zugekommen ist im Tübli, die eben gesagt hat, sie sei irgendwie dran. Er war auch in dieser IGRF-Gruppe und sie können die nicht anfangen mit der Beiz, wenn das Wirtepatent, wenn nicht jemand einsteige, wo das Wirtepatent hat. Und das war eigentlich der Startschuss gewesen. Und sie haben im Oktober angefangen mit einem provisorischen Patent, also mit einer Bewilligung, die nur provisorisch war. Und am 1. November bin ich dann eingestiegen. Erzähl doch noch kurz, was war das für eine Stimmung gewesen, damals, wo ihr angefangen habt? Ja, die Stimmung, das war so ein Pioniergeist gewesen. Halt die ganze IGRF und auch das Areal, das ist alles einfach wie die Überzeugung, wir machen da etwas Gutes draus, wir haben ein Kulturzentrum, wenn wir da aufbauen. Und ich bin auch eine Pionierfrau und hatte das Gefühl, genau da bin ich am richtigen Ort. Und weil das Kollektivform es mir auch sehr zugesagt hat, da sind 7 Leute am Anfang gewesen, alle mit dem gleichen Recht, alle mit dem gleichen Lohn, aber mit verschiedenen Ämtern. Und gut, ich bin jetzt zufällig dann da die gewesen, die da praktisch Verantwortung übernommen hat. Aber ich hatte nicht viel zum Sagen gehabt. Eigentlich konnten alle gleich viel beitragen. Und das hat dann im Laufe der Zeit manchmal auch zu Schwierigkeiten geführt. Also das Klima war am Anfang, würde ich sagen, euphorisch gewesen. Und mit der Zeit hat man halt dann auch den Alltag gesehen. Und Leute, die nicht aus dem Gastgewerbe gekommen sind. Und viel Herzblut mitgebracht haben und viel Freude und gedacht haben, ja, jetzt kann ich hier in der Roten Fabrik, jetzt kann ich im Ziegel arbeiten. Und halt einfach mit der Zeit gemerkt haben, es braucht auch ein bisschen Professionalität. Und so hat man halt an diesen Mittagssitzungen, die wir jeweils durchgeführt haben, hat man oft Diskussionen gehabt. Die einen haben gesagt, ja, ich will doch nicht immer Scheisse putzen. Und die anderen haben gesagt, ja, also, nein, ich, da am Abend, wenn die alle da die Skinheads kommen, da, und dann wollen wir nicht da arbeiten. Und dann ist auch ziemlich viel geraucht worden in dieser Beiz. Das war für mich persönlich nicht sehr angenehm gewesen. Weil ich ja, halt mit dieser dicken Luft nicht so gut haben können umgehen. Wie haben die dann offen gehabt? Jeden Tag oder wie? Wir haben am Montag haben wir zu gehabt. Montag war eben Sitzung und Putzen. Putzen war ein wichtiges Thema gewesen, weil da ist eben auch sind Auflagen gewesen von der Wirtepolizei. Und das war dann für mich eigentlich das Thema gewesen, dass ich geschaut habe, also
da muss auch hinter dem Buffet muss ein bisschen Ordnung sein. Und die vierte Polizei, die ist jemand eingefahren und hat dann gefunden, oh, die Schneidmaschine, die müsste auch wieder mal geputzt werden. Und wir haben also am Montag geputzt und uns zusammengesetzt, damit wir einfach alle haben können anhören, die Vorschläge haben, aber auch solche, die gesagt haben, das passt mir nicht, das könnte man anders machen. Dann sind auch viele Leute nur kurzfristig bei uns gewesen. Aber der harte Kern, die sieben, wir sind also praktisch alle zwei Jahre dabei gewesen. Und dann ist dann der Kollege Louis eingestiegen nach einem Jahr und er hat auch dann noch ganz viel zu erzählen dazu. Kannst du noch schnell, bevor du dich da sozusagen rausschleichst, erzählen, warum bist denn du nach zwei Jahren gegangen? Ist es so streng gewesen, oder? Also, es war sehr spannend gewesen. Es war eine Aufbauarbeit gewesen und das macht mir einfach speziell Freude. Das war in meinem Leben einfach immer ein Ziel gewesen, etwas, das Sinn macht, aufbauen, sei es sozialer Art oder sei es gesundheitliche Aspekt. Auf jeden Fall, nach zwei Jahren hat die Belegschaft, also alle meine Kollegen, außer der Louis. Also, alle sind immer jünger geworden. Die, die mitgeschafft haben, die sind so zwischen 14, 15 und 18 gewesen. Und ich bin mit 30 eingestiegen und mit 32 habe ich gefunden, ja, also jetzt bin ich dann schon bald die alte Tante da und habe mich schon bald nicht mehr getraut, diesen Jungen zu sagen, ja, jetzt müsst ihr noch wieder mal da ein bisschen putzen und dort ein bisschen putzen. Aber der Gang und der ausschlaggebende Moment, wo ich wirklich gefunden habe, es ist Zeit zum Gehen, ist gsi, wo ich in die Küche komme und da ist einer von diesen liebenswürdigen jungen Mitarbeiter dran, der Salat im Putzkessel zu waschen. Und als ich das gesehen habe, habe ich gefunden, ja, jetzt haben wir es doch schon so viel mal gesagt und es irgendwie kapieren sie es halt nicht. Und an der nächsten Sitzung habe ich dann gesagt, so meine Lieben, jetzt suchen wir jemanden anderes, der Verantwortung übernimmt. Und wenn ihr jemanden gefunden habt, dann gehe ich. Das ist noch wichtig, oder ein Punkt, wo mir im Vorfeld gar nicht bewusst war. Also in dem, dass du ja das Wirtepatent gehabt hast, ist eigentlich die Verantwortung eine Art bei dir gewesen. Also du hättest das können verlieren und damit hättest du ja dann eigentlich dir nachher auch etwas verbaut, oder? Für die Zukunft quasi. Aber du bist nicht Chefin gewesen, sondern wir sind das Kollektiv gewesen und haben alles miteinander entschieden. Du hast auch nicht mehr können, du hast nicht können befehlen, oder? So. Und ist das dann auch ein bisschen der Grund gewesen, dass nach zwei Jahren, wie gemerkt hast, einerseits die Verantwortung, aber gleichzeitig nicht können einmal quasi den Tarif durchgeben oder so? Ist das ermüdend gewesen, oder? Ja, das war natürlich so ein Spagat gewesen. Also man hat viel Diplomatie müssen einsetzen, dass man die nicht vergrault, die, die ja mit viel Enthusiasmus und Herzblut eingestiegen sind und auch die Atmosphäre vom Ziegel stark geprägt haben, weil wir die Idee von dem Ziegel und von der ganzen Rote Fabrik war ja, dass man den Jungen, denen von der Bewegung auch einen Ort gegeben hat, wo sie wie eine zweite Heimat gefunden haben, wo sie herkommen können. Also es war dann zum Teil halt vielleicht auch so, nach einer Demo in der Stadt sind sie dann bei uns gekommen, sich verschanzen. Und das Resultat war, dass die Schmier hinten reingekommen ist und uns mit Tränengas eingedeckt hat. Also, wir haben einiges eingesteckt, was halt mit dieser Bewegung zu tun hatte. Und ich habe einige Korrespondenzen gefunden in meinen Unterlagen, die ich jetzt
aufgebaut habe. Und vielleicht gibt es dann mal eine Ausstellung über all die Korrespondenz, die wir haben müssen führen mit der Präsidialabteilung, für jeden Meter, den wir haben müssen mieten und Miete zahlen da unten. Also, und für die Bemühungen, schon seit dem Anfang, dass wir endlich an den See runter dürfen. Und das ist uns versprochen worden und immer wieder aufgeschoben. Und ich freue mich einfach doppelt. Ich freue mich irrsinnig, dass das jetzt gelungen ist und dass der Ziegel O-Lack, der rote Ziegel, jetzt ein Ziegel O-Lack. Also, ich bin einfach froh. Genau, ihr seid ja... Wir waren am Anfang ganz vorne bei der Strasse, im ersten Stock. Es ist viel geraucht worden, es ist viel getrunken worden. Könntest du und vielleicht auch der Louis, könntet ihr die Stimmung ein bisschen schildern? Wie war das damals? Ja, also vom Sonntagnachmittag ganz friedlich mit türkischen Tanzgruppen. Am Abend, wenn dann das Konzert in der Schädhalle fertig war, dann war einfach ein Massenbetrieb. Wenn die Skinheads eingefahren sind und auf den Tisch hochgeklettert sind, ja, dann war es nicht mehr so lustig. Aber ich habe dann einfach gemerkt, das sind auch nur kleine Kinder, die irgendwo vielleicht ein bisschen verloren sind und bei uns einen Ort suchen, wo sie ja, ein bisschen sein, ein bisschen wild. Und wir haben es mit denen gut gehabt. Wir haben einfach gesagt, du, hopp, runter von dem Tisch, aber subito. Und dann hat er mit seiner Kette zweimal geschwungen und ist runtergestiegen. Und es hat auf den ersten Blick halt ziemlich aggressiv ausgesehen, aber wenn man selber dort geschafft hat, hat man einfach auch gemerkt, wir sind einfach in einer Gruppe und wir, da, wo wir jetzt denen bieten, das brauchen sie und sie würden uns nie etwas zu leid tun. Also darum, der Spruch beim Aufgang zum ersten Stock, das ist für mich einfach ganz ein wichtiger. Das heisst, Bewegung ist gesund, aber gefährlich. Und das ist halt so gewesen. Und gefährlich. Also gibt es noch Geschichten, das kannst du daran festmachen, die Gefahren? Ja, also eben da mit den Skinheads und ihren Ketten, das ist für viele Gäste ist das dann ziemlich eingeschüchtern gewesen. Also die Leute aus dem Quartier haben wir praktisch wenig gehabt. Das ist jetzt wirklich ein grosser Unterschied zu jetzt. Gefährlich ist es in dem Sinn, glaube ich, nicht gewesen. Ausser eben, wenn halt zu viele Leute auf einmal nach einem Konzert in die Beiz gekommen sind, dann sind wir auch überfordert gewesen, dass die Stimmung... Wir haben auf einem 4-Platten-Kochherd gekocht. Es hat dann irgendwann... 1981 ist die Präsidialabteilung und die Wirtschaftspolizei selber drauf gekommen, dass es einfach so nicht mehr weitergeht. Und dann habe ich sogar noch einen Plan gefunden, wie sie die Küche umgebaut haben. Das war, als praktisch Vorstufe von dem, was wir jetzt hier am See haben. Die haben nämlich gesehen, dass wie, wenn man mit diesen Massen von Leuten, die hier am Wochenende in dieser Beiz sind, dann muss man einfach also von der Installation her etwas machen. Man hat dann einen Ventilator in die Scheiben reingebaut. Stellen Sie euch vor, das war schon fast ein Luxus gewesen, oder? Und dann sind verschiedene Sachen müssen verbessert werden, die Toiletten sind saniert worden und nachdem dann die Umbauten geplant waren, hat die IGRF ganz einen schlauen Schachzug gemacht.
hätten die nämlich die Präsidialabteilung und die Wirtepolizei allein lassen, das entscheiden, dann wäre das so teuer gekommen, dass es am Schluss geheissen hätte, ja, jetzt haben wir so viel investiert, jetzt müsst ihr halt da bleiben. Und dann hat die IGRF das Handwerkerkollektiv aufgeboten und das Handwerkerkollektiv hat für 8'000 Franken den ganzen Umbau gemacht. Und das hat dann dazu beigetragen, dass wir können mit besseren Bedingungen weiterwirtschaften können. Es war für uns angenehmer und einfacher. Und die Kundschaft ist schneller bedient worden. Sie mussten nicht mehr, weiß nicht, eine Stunde oder zwei warten, bis dann endlich ihr Menü auf dem Tisch hatten. Also es ist nicht immer ganz so rund gelaufen. Wir haben unser Bestes gegeben, aber es ist manchmal auch ausgerufen worden von beiden Seiten. Meine Kollegen haben manchmal gesagt, also nein, in dieser Beiz will ich nicht mehr arbeiten. Und die Kunden haben gesagt, also ja, also da muss man noch ewig warten. Aber es hat dann gebessert. Und weil das eben so günstig war, der Umbau, hat es keine Barriere gegeben, wo dann die Stadt hätte können sagen, jetzt haben wir da oben etwas und das Projekt Beiz am See ist dann also vorbei und gestorben. Und so sind wir jetzt eben da. Die Küche war einmal als Stadtküche geplant. Ich weiß nicht, ob das alle wissen. Darum ist es so eine genial grosse Küche, super eingerichtet. Die Stadtküche hätte da sollen produzieren für Altersheim. Und jetzt profitiert der Ziegel au Lack. Danke für die Geschichte. Wenn es okay ist, würde ich beim Louis noch mal eintauchen in die Stimmung. Du hast den Ziegel ja auch noch erlebt am alten Ort. Und du hast mir im Interview ein bisschen erzählt, wie du das Publikum vor allem auch erlebt hast. Und du hast es auch als sehr anstrengend bezeichnet oder geschildert, die Geschichte. Magst du da ein bisschen etwas erzählen dazu? Muss ich da etwas anstellen? Also. Ja. Also genau, der Louis ist ein halbes Jahr nach dem Start vom Ziegel dazu gestossen, gell? Frühling 81. Also ich weiß nur ganz kurz, ich habe das noch gesucht daheim in meiner Büchergestell. Es ist noch interessant, dass zwei Bücher, die mich sehr beeinflusst haben, sind 1979, sind beide 1979 erschienen. Das eine heisst, das finde ich einen wunderschönen Titel, ein paar junge Leute haben es satt zu warten auf das Ende der bloßen Vermutung, dass es bessere Formen menschlicher Gemeinschaft gibt. Das ist ein Buch von Rolf Niederhäuser gesehen über den Anfang vom ersten Kollektivbeiz vom Kreuz in Solothurn. Und das hat mich wahnsinnig fasziniert damals. Die Idee, dass man einen Tatbeweis quasi einen Tatbeweis machen, dass man anders arbeiten und anders zusammenleben will. Und nicht einfach theoretisieren wie in diesen unsäglichen 70er, End 70er Jahren mit all diesen Kommi-Gruppen, denen, die völlig ideologisch stundenlange Diskurs geführt haben, aber es ist schon nichts Reales passiert dabei. Und darum, die Idee vom Kollektiv, es hat noch ein anderes Buch gegeben, interessanterweise im Limmat Verlag erschienen, der gleiche Verlag, der jetzt 40 Jahre Rote Fabrik macht. Das ist von Werner Mäder gesehen, ein sehr optimistisches Buch. Leider ist es nicht ganz so rausgekommen. Es hat geheißen Inseln der Zukunft, Selbstverwaltung in der Schweiz. Selbstverwaltung in der Schweiz, also Inseln der Zukunft. Das war das erste Buch, einmal, das ich gelesen habe, wo es um Selbstverwaltung gegangen ist. Was kann man machen? Wie kann man irgendeinen Betrieb in einem Kollektiv führen, ohne Hierarchien? Der Werner Mäder, das ist ein Soziologe, der schreibt, glaube ich, jetzt noch. Das war ein wichtiges Buch für die damalige Szene.
Ich meine, nicht nur Beizen, es hat auch Buchhandlungen gegeben, Paranoia City zum Beispiel in Zürich, es hat Rec-Rec gegeben, es hat das Handwerkskollektiv, ja, genau, das Anwaltskollektiv, sogar ein Zahnarztkollektiv hat es gegeben, die Ropress, der Kinski sind ganz wichtig in diesem Zusammenhang, der Kinski von der Marlin gibt es immer noch dahinter, es ist toll, dass es den immer noch gibt. Schickt eure Kinder und Enkelkinder in der Rotfabrik Kinski. Aber in diesem Umfeld bin ich hier eingestiegen, sehr, sehr optimistisch auch, wie in diesen Büchern geschildert wird, dass man etwas machen kann, anders arbeiten, anders zusammenarbeiten. Und es war dann halt schwieriger gewesen, als ich gedacht habe. Erstens einmal, was muss gesagt sein, der Raum dort oben, das war eine Zumutung eigentlich. Im ersten Stock an dieser Strasse, im Sommer war es unheimlich heiß dort drinnen. Es hatte eine Herdplatte mit 3 Elektroplatten. Und klar, man hatte die Idee gehabt, das hast du schön gesagt, man wollte einen Treffpunkt machen für die Leute auch intern. Da hat es viele Künstlerinnen und Künstler gehabt, auch renommiert. Ich denke an einen Dieter Meier, Boris Blank, der Stefan Eicher war da, auch andere Musikerinnen und Musiker, Rosina Kuhn, eine von den ersten, die da war. Das war eine schöne Idee, gewesen, dass man einen Treffpunkt hat, zusammen, zum Zusammensitzen, wie jetzt ihr hier zusammensitzt. Das Problem ist dann ein bisschen gewesen, dass halt, weil es ein Kulturzentrum war und das sehr nötig war, das zu haben, weil das AJZ, ich muss noch sagen, es hat noch ein AJZ gegeben, ein Jahr lang, wo es allen nicht geplatzt ist. Und dann hat es die Fabrik gegeben, die mehr halt Veranstaltungen gemacht hat, Konzerte. Und dort waren wir eindeutig überfordert gewesen, natürlich. Wenn wir die in dieser Beiz wollten kochen und ein bisschen, dass die Leute zusammensitzen können, dann kommen 1000 Punks, nicht Skinheads, Punks. Punkerinnen und Punks. Und die sind halt sehr wild drauf gesehen und haben ihr Bier ganz schnell wollen haben. Und wir sind wirklich überfordert gewesen. Wir haben dann auch eine Zeit lang versucht, die Leute zu integrieren. Also wir haben dann gedacht, ja, die Jungen sollen doch mitschaffen. Vielleicht magst du dich noch an Steff erinnern, legendäre Steff, Sänger von einer Punkband, die Putsch geheiss hat. Ich habe den später mal getroffen, der ist später ein Börsenmakler geworden an der Börse. In den 90er Jahren, also das ist noch verrückt, oder? Ein Punk, der nachher an der Börse ist. Ja, und das ist eindeutig eine Überforderung gesehen, Beiz als Treffpunkt, als, man hat ja auch damals auch gesagt, Beiz ist auch Kultur, weil man redet miteinander, man tauscht Sachen aus, die man macht, der Maler tauscht aus mit dem Theatermann. Zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr den Federico Pfaffen noch kennt, der war auch da, der war jeden Tag bei uns im Restaurant. Und ich glaube, das war eine Überforderung für die Beiz, mit dem können umzugehen. In diesem Raum, übrigens auch sehr ein gefährlicher Raum, war ja gesponnen gewesen, wenn dort mal etwas passiert wäre, in dem ersten Stock und nachher das Stegenhaus. Zum Glück, wir hatten Glück gehabt. Was mir auch noch in den Sinn kam, ist es gewalttätig gewesen. Nicht gewalttätig, aber zum Beispiel, das wissen viele nicht, das können sich viele heute nicht mehr vorstellen, wir hatten ein Sanitätszimmer in der Roten Fabrik. Das war jeden Abend besetzt gewesen. Sind dort Leute verarztet worden, Verletzte, viele Flaschen sind rumgeflogen. Man war auch ein bisschen naiv gewesen, man hat den Leuten Bierflaschen verkauft, was nachher halt auch ein bisschen rumgeschossen. Wir haben dann das Bierproblem irgendwie in den Griff gekriegt. Magst du erzählen, wie? Ja, es gibt ja die Anekdote, dass wir einmal alkoholfreies Bier ausgeschenkt haben an Konzert, damit das nicht so ausartet. Gemerkt hat es niemand. Ja, die Punks sind so euphorisch gesehen, die haben auch mit alkoholfreiem Bier haben die ihre Pogo getanzt. Und, ich meine, es ist etwas Sympathisches, ich will nicht sagen, dass das... es ist einfach... wir sind auch... Ich merke das jetzt auch wieder, wir sind eigentlich fast zu alt gewesen. Ich bin damals auch 30 gewesen. Und das sind alles 16-Jährige, 18-Jährige gewesen.
Wir haben sie versucht, ich habe noch mal gesagt, vorher haben sie versucht zu integrieren. Dort sind wir gescheitert. Also, wir sind gescheitert vor allem in den schwierigen Jahren. Ich komme jetzt zu den schwierigen Jahren, wo das AJZ zugeht. Das ist wirklich sehr eine schwierige Zeit in Zürich. Und wir haben versucht, auch Drogenabhängige, dass sie mitschaffen können. Und das war naiv. Das war eindeutig naiv. Das ist nicht wie hat sich das, kannst du das an einem Beispiel oder so erzählen, warum ist das so naiv gewesen? Weil das ist wie, ich weiß auch nicht, das ist wie, wenn ein Pyroman in einer Zündhölzli-Fabrik arbeitet. Also es ist nicht gegangen, das Geld ist halt einfach verschwunden am Ende am Abend, es war einfach kein Geld rum gewesen, zum Beispiel. Und noch schlimmer ist es geworden, so ab 94, wo wir wirklich Leute in Portemonnaies gefunden haben, vom Ziegel auf dem Platzspitz. Das war eine ganz schlimme Zeit gewesen, wo wir dann gemerkt haben, es geht nicht mehr. Also, und ja, das muss ich zugeben, das ist naiv gewesen. Wir haben es gut gemeint und das ist nicht gegangen. Aber ihr habt einen Tagesbetrieb geführt, oder? Der ist immer weitergegangen. Ihr habt nie zugemacht. Nein, aus Protest haben wir mal zugemacht, aber es ist eigentlich immer weitergegangen. Was man auch noch muss sagen, im alten Ziegel war am Tag nicht offen gewesen. Das war nur am Abend offen gewesen, ausser am Sonntag. Also am Nachmittag? Ja, also oder am Nachmittag ist es aufgegangen, es hat kein Mittagessen gegeben. Was hat es möglich gemacht, dass ihr das durchgehabt habt, dass der Ziegel die Phase überstanden hat und später dann noch andere, da können wir dann vielleicht auch noch drauf sprechen, aber was hat es ermöglicht, also wie haben sie das geschafft, das weiterzumachen? Also ich finde, sie haben einen guten Titel, du hast einen guten Titel im Buch über den Ziegel, wie heisst es, am Ende der Stadt, die Beiz am Ende der Stadt. Das Restaurant am Ende der Stadt. Ja, also die Beiz am Ende der Stadt, das ist ein Grund gewesen, wieso man nicht ganz implodiert sind. Also ich sage immer wieder, wenn der Ziegel in der Stadt innen gewesen wäre, hätte es dann nicht mehr gegeben in den 80er Jahren, weil das Drogenproblem hätten wir nie können lösen. Und indem wir da ein bisschen aussen gewesen sind, ja, wir sind wirklich am Rand gewesen von dem Geschehen. Und das ist eigentlich das Überleben gewesen. Das Überleben ist auch das Finanzielle gewesen. Wir haben natürlich gut verdient mit diesen vielen Veranstaltungen, die waren. Ich meine, da sind extrem viele Veranstaltungen gesehen, gerade in den 80er Jahren. Da haben Red Hot Chili Peppers gespielt, Nirvana hat da gespielt, es haben Pogues, die Hallen waren einmal bestens voll gewesen. Später MC Solar und De La Soul, also all die Bewegungen auch in der Musik, vom Punk über Hip-Hop bis zu Techno, das ist alles da entstanden, also da in der Fabrik hat das stattgefunden. Und das ist natürlich eine gute Einnahmequelle für eine Beiz, dass wir den Ausschank machen können. Ich finde es so schade, ich finde es gut, hat es damals keine Handys gegeben, aber ich hätte gerne ein Handy gehabt, ich würde sagen, etwa 1982 oder 83, einfach zum illustrieren, wie vielfältig die Fabrik war. Da sind manchmal an einem Abend drei völlig verschiedene Sachen gelaufen. Ein Frauenfest in der Aktionshalle, ein Punk-Konzert und irgendwo Fabrikkompositionen, moderne Fabrikkompositionen. Und da gibt es einfach zum Illustrieren, hätte ich so gerne ein Bild von Max Frisch. Max Frisch, der ist gerne gekommen an die Fabrikkompositionen. Da sind manchmal 20 bis 30 Leute gekommen. Sehr avantgardistische Musik hören. Und der ist da unten gestanden vor der Aktionshalle inmitten von Hunderten von Punks mit Irokesenschnitt und wilde Szenen, die an ein Punkkonzert wollen. Und der Max Frisch hat sich gefreut, dass da so viele Junge an die Fabrikkomposition gehen. Und ich habe ihm dann sagen, lieber Herr Frisch, Sie sind da, glaube ich, im falschen Film, dass die Fabrikkomposition findet im zweiten Stock oben statt. Und also einfach zum sagen, es war sehr vielfältig, aber für ein Restaurant
Jetzt sind wir noch im alten Ziegel gesehen, natürlich sehr schwierig mit dem Publikum, nur schon von der Menge her, umzugehen. Danke vielmals, Louis. Also der Ziegel, das ist, glaube ich, schon noch speziell. Also durch das, dass der Ziegel da in der Roten Fabrik, also dass das so ein Ort ist, wo eben die verschiedensten Kulturen stattfinden, die verschiedensten Szenen zusammenkommen und du hast auch noch du hast dich auch noch daran erinnert, wer alles gelesen hat, oder? Das sind ja Schriftstellerinnen und Schriftsteller aus aller Welt haben da auch gelesen. Und der Ziegel hat ja immer dann, hat immer gekocht, oder? Und hat die Leute immer alle bewirtet. Und der ganze Tross, also sowohl bei den Konzerten wie auch bei den Lesungen und einfach bei allen Kulturveranstaltungen. Habe ich das richtig in Erinnerung? Ist das so? Ja, das ist auch immer sehr eine spannende Sache gewesen. Natürlich, ich hatte ein kleines Privileg gehabt, dass ich durfte die Gruppe oder die Lesenden oder die Theaterleute bewirten. Also wir haben für die auch gekocht. Das waren natürlich spannende Begegnungen mit diesen Leuten. Also ich meine, das waren Leute wie der Nobelpreisträger, wie Ernesto Cardenal oder Nadine Gordimer oder Günter Grass hat hier gelesen. Spannende Momente, ich meine, ein John Cage, ich weiß nicht, der Doyen von der avantgardistischen Musik aus New York, ist da hinten gesessen und hat gesagt, also so, hat am Anfang gefragt, ob wir makrobiotisch essen können. Ich habe damals vegan und das hat es gar noch nicht gegeben. Und dann bin ich in die Küche und dann hat jemand gesagt, mal, ich mache ihm ein makrobiotisches Menü. Und das ist für mich einfach ein schöner Moment, wo der John Cage mir sagt, oh, so gut hat er in New York also auch noch nie gegessen. An einer Veranstaltung. Also das, ja, wir sind noch gut drauf gewesen. So die Leute irgendwie, ja, wirklich, es hat dann geklappt, weil wenn die da reingekommen sind, haben sie gedacht, oh, das Chaos da drin. Und dann haben sie doch zu essen bekommen. Und ich habe das, glaube ich, mal jemandem gesagt, Patti Smith, das ist für mich die schönste, wirklich das schönste Lob, das ich je gehört habe in der Roten Fabrik, wo sie ihrem Tourmanager sagt, why the fuck can't we play more in places like this? Ihr hat es da so gefallen und das gefällt mir eben auch. Jetzt ist es gemeint, also warum gibt es bei uns nicht auch so einen Ort, wie der Ziegel da ist? So hat sie es gemeint, oder? Ja, also so habe ich es verstanden von ihr, ja. Also. Danke vielmals, Louis. Es hat zwischendurch fast ein bisschen nach Nostalgie getönt, also so, wo die rote Fabrik halt noch all die grossen Künstlerinnen und Künstler da hatte und wir als Ziegel sind auch Teil von dem gewesen. Und ich habe das auch so wahrgenommen in der Zeit. Ich bin auch viel an Konzerten mitgeschafft und es scheint wie so eine Epoche rückblickend. Es geht ja weiter und die Geschichte ist auch, es gibt auch so, abgesehen von den verschiedenen Epochen, gibt es auch so Konstanten. Und die eine ist sicher die Küche, die immer schon sehr einen hohen Anspruch und Stellenwert gehabt hat. Und dann auch die Selbstverwaltung natürlich, wo bis heute ist der Ziegel komplett selbstverwaltet, hat einen Einheitslohn. Da kann der Ben dann sicher noch etwas dazu erzählen. Ich würde gerne, weil die Zeit so schnell vorbeigeht. Und Louis, du hast gemeint, oh nein, wir müssen da nicht eine ganze Stunde schwätzen. Aber ich meine, ihr könnt 3 Stunden erzählen, oder? Also ich würde gerne weitergehen, ein bisschen kurz in die 90er Jahre. Eigentlich, da bist du aber eben gar noch nicht dabei gewesen, Ben. Aber die Leila hingegen schon, als Kind. Und ein Thema, das spannend, also wo die Barbara, die in der Küche arbeitet, die heute leider nicht da sein kann, erzählt hat, war ein Teil von der Geschichte von dem Ziegel, der eigentlich so fortschrittlich, sozial fortschrittlich ist. Trotz allem hat es auch Kämpfe gegeben zwischen Männern und Frauen. Respektive haben die Frauen für ihre Rechte im Ziegel müssen kämpfen. Eigentlich. Das war nicht einfach selbstverständlich. Oder es hat die Geschlechterauseinandersetzungen einfach gegeben. Und Leila, du hast das ein bisschen auch noch mitgekriegt, gell? Magst du etwas erzählen? Wie hat ja, das ich habe ja den Frauensteig im 19. organisiert im Ziegel.
Ja, vor 2 Jahren. Und dann bin ich ein bisschen recherchieren, wie das dann war im 91, beim ersten grossen Frauenstreik, wo ja schweizweit ganz viele Frauen mitgemacht haben. Und dann habe ich Barbara mal gefragt, wie das war im 91. Und dann hat sie gefunden, ja eben, es ist so, also dass die Frauen Recht haben müssen kämpfen, sogar im Ziegel, weil sie dann einfach gefunden haben, im Service haben die Männer einfach gewisse Sachen einfach nicht gemacht. Also, sprich, irgendwie einen Tisch abputzen, wenn jetzt ein Mann mit einer Frau im Service geschafft hat, hat dann einfach die Frau müssen alle Tische abputzen und so. Und dann einfach, ich meine, was ist es, am 14. Juni im 91 haben die Frauen einfach ihre Sachen gepackt, sind alle zusammen mit dem Ziegelbus, mit dem ÖV auf Kosten vom Ziegel an den Frauenstreik gegangen und haben dann die Männer einfach da eigentlich im Seich gelassen, dass sie dann mal gemerkt haben, hey, ja, eben, wir brauchen die Frauen und es geht so nicht weiter, dass sie eigentlich einfach so Drecksarbeit machen für sie. Und am Abend sind sie da angekommen, genau. Zum Nachtessen, glaube ich, gell? Ja, sie sind jetzt da angekommen und zum Nachtessen und trinken. Ja, Absacker trinken. Ja. Genau, und haben sich dann bewirten lassen, oder? Mhm. Genau, und ich bin jetzt im 19. ist es auch so gewesen, dass alle Frauen am Frauenstreik gegangen sind und die Männer einfach, also die haben noch besprochen, ob der Ziegel offen sein oder nicht. Wir haben gefunden, okay, nein, wir machen auf, die Männer schaffen das. Dann haben sie einfach offen gehabt, nur mit den Männern. Es ist dann, glaube ich, auch gegangen. Wie, wie nimmst du es heutzutage wahr? Wie sind so, also gibt es geschlechterspezifische Themen bei euch im Ziegel? Oder vielleicht kannst du auch dazu sagen. Ja, also ich würde sagen, es gibt immer Diskussionen und auch zu dem Thema. Aber ich würde sagen, wir sind schon recht gleichgestellt und gleich vertreten. Also ich habe schon auch das Gefühl, dass es so ist, aber das ist ja irgendwie als Mann dann auch ja, leicht, das so zu finden, aber ja, insofern glaube ich, dass eher, also dass mir jetzt nichts groß auffällt, was irgendwie, wo ich das Gefühl habe, hey, hier sind die, ja, eben so werden die Frauen irgendwie so benachteiligt. Eben, und ich finde es mega wichtig, dass wir eben schon eben auch eine recht lange Tradition haben von eben, ich finde es eben mega wichtig, dass wir auch eine lange Tradition im Ziegel haben, eben von Frauen, die auch irgendwie schon von Anfang an gewirtet haben und dass es eigentlich, ja, dass der Ziegel generell für so ein bisschen eine andere Beizenkultur steht und auch wenn es, also auch wenn es irgendwie manchmal ein bisschen nicht so geklappt hat, aber dass es immer Leute da waren, die dann dafür gekämpft haben, dass sich das ändert und zumindest so aus meiner Sicht ist auch erfolgreich. Es hat eine grosse Zäsur gegeben im Ziegel und zwar 2010 mit dem Rauchverbot. Und das hast du mir erzählt, Ben, wo es um Corona gegangen ist, wo du gesagt hast, So einen grossen Einschnitt oder so eine grosse Zäsur hat es für den Ziegel, glaube ich, noch nie gegeben. Einmal, stopp, warte mal, da war doch das Rauchverbot gewesen. Magst du erzählen, wie das damals, was hat das bedeutet? Also, wie habt ihr dem entgegengeschaut, dem bevorstehenden Rauchverbot, und wie ist es denn tatsächlich gewesen? Also da muss ich sagen, ich war ja da selbst noch nicht im Ziegel, aber ich habe natürlich irgendwie das aus vielen Geschichten gehört. Und das ist, ja, der Ziegel war natürlich schon davor anscheinend, also sehr eine Kifferkneipe, wo die Leute irgendwie abends gekommen sind, um Brownies zu essen, zu kiffen und Almnudler zu trinken. Und das verträgt sich natürlich dann sehr schlecht mit dem Rauchverbot. Und dann gab es, glaube ich, schon halt viele Sitzungen, wo sich die Kollektivistas überlegt haben, was sie jetzt da machen und wie sie mit der Situation umgehen. Und eben eigentlich war das dann das Gegenteil von dem, was befürchtet wurde, dass der Ziegel eigentlich zumachen kann und dass das mit uns war, hat sich dann eben was man natürlich auch sagen kann, so ein bisschen eine Verbünzligung des Ziegels hat dann vielleicht auch stattgefunden. Also die Leute sind dann halt wirklich so zum Essen hergekommen und die Küche ist dann eben sehr, ja, anspruchsvoller geworden auch. Und ich glaube, da hat sich schon dann ein bisschen was getan. Und das ist, glaube ich, so das Große,
das große Plus von einem Kollektiv, auch im Gegensatz zu einem anderen, zu einer anderen Beiz, die einfach eine Chefin, einen Chef hat, dass ein Kollektiv, auch wenn es am Anfang irgendwie ein bisschen langsamer wirkt und so wirkt, als würde ein Kollektiv eigentlich immer so ein bisschen in dem gleichen Trott weitermachen, wenn es dann drauf ankommt, ist es eben sehr kreativ, weil es eben im Idealfall sehr, sehr viele Köpfe hat, die mitdenken und die sich überlegen, wie man Sachen anders machen kann, wie man Sachen besser machen kann und wie man auf aktuelle Situationen reagieren kann. Und das haben wir eben jetzt zum Beispiel auch in der Corona-Krise oder in dieser Corona-Zeit erlebt, dass es eben das Kollektiv auch ein bisschen zusammenschweißt, zumindest am Anfang. Ja, wir können ja schnell zu Corona gumpen, wenn wir schon bei dem Thema sind. Die andere Zäsur, eben etwas, so nicht vorhersehbar war und wo uns stark betroffen hat, das beides natürlich. Und als Kollektiv, du tönst es an, erst recht, wie sind ihr mit dem Umgang? Also wie habt ihr, habt sie gemeistert, oder, die Krise, wie habt ihr das gemacht? Ja, wir sind halt wie alle, ist dann halt plötzlich einfach Corona da gewesen. Und wir haben aber doch, also ich muss sagen, das Büroteam, also es hat ja jeder, der im Ziegel schafft, schafft ja entweder in der Front oder beim Putzen oder in der Küche. Und dann hat man ja noch so ämtlimässig, also eben Lohnbüro, Buchhaltung, Bestellungen machen, einkaufen, das sind alles sozusagen Ämtli. Und dann hat sich eigentlich das Büroteam, also ich bin jetzt auch im Lohnbüro und die von der Buchhaltung haben sich wirklich also mega ins Zeug gelegt und wir haben uns informiert und wirklich eigentlich alles beantragt, was es zu beantragen gibt. Wodurch wir auch, also es ist ja immer, man muss sich selber informieren, es hat also niemand einen Brief geschrieben, hey, dort gibt es dann Erwerbsersatz und dort gibt es dann Umsatzentschädigung. Das haben wir dann alles selber recherchiert und in vielen, also wir sind nur eigentlich sozusagen die Einzigen gewesen, die geschafft haben im Lockdown, neben denen, die geputzt und renoviert haben, die dann in vielen Bürostunden das Zeug organisiert haben und haben können wirklich eigentlich den grössten Teil von der Belegschaft wirklich durch die Corona-Zeit mitnehmen und haben können Kurzarbeit auch für, also nicht nur für die Festangestellten vom Kollektiv, sondern auch für die Aushilfen, die schon länger bei uns gewesen sind, können beantragen, dass wir eigentlich alle ein gesichertes Einkommen gehabt haben in dieser Zeit und uns dann gleich ab und zu im Ziegel getroffen haben zum Renovieren. Wir haben dann gestrichen und geputzt und auch ein bisschen, wie sagt man, Kreativgruppen organisiert. Ja, was meinst du? Genau, neue Wasserhahne installiert und dann so ein bisschen kleinere Projekte gemacht, auch ein bisschen für die Leute, dass sie mal wieder in die Ziegel kommen können. Das war auch für viele so ein bisschen soziale eigentlich Einschränkung gewesen, weil wir uns gewöhnt sind, da kommst du fast jeden Tag da an und siehst alle Leute und dann plötzlich müssen alle daheim hocken, dass wir jetzt so ein bisschen kleinere Projekte gehabt haben. Und wie habt ihr es als Team, als Kollektiv überstanden, die Zeit? Es war natürlich schon auch eine schwierige Zeit, weil wir am Anfang natürlich erst einmal ja, von einem Tag auf den anderen halt von so einer, ja, wir sind halt schon so diese Ziegelfamilie, das, wo wir eben, wie Laila gesagt haben, halt sehr viel aufeinander hocken und sehr viel miteinander diskutieren und miteinander nicht nur arbeiten, sondern auch miteinander leben. Und dass das dann so ja, recht abrupt wegbricht, war schon sehr schwierig erstmal für viele Leute und es hat dann und man hat dann schon auch nach einer Zeit gemerkt, wie wir uns so ein bisschen verlieren auch und weil wir halt auch, glaube alle halt so ein soziales Gespür haben füreinander, haben wir dann gemerkt, wir müssen irgendwie wieder was machen und haben dann eben so Aktionen gemacht, eben vom transparente Malen bis zu ja eben so diese bisschen Verschönerungen und einfach so gar nicht so damit das dann passiert ist, sondern vor allem, damit wir wieder zusammenfinden und dass wir uns als Kollektiv nicht verlieren. Und eben dann viel telefoniert oder eben im Park getroffen teilweise und so. Das war, glaube ich, schon sehr wichtig. Und dann in dem Moment, wo wir dann gemerkt haben, jetzt geht es wieder so ein bisschen los und jetzt schaut es aus, als könnten wir wieder, jetzt könnten wir wieder öffnen, dann war so ein sehr, sehr schöner
Aktionismus auch da. Also dass die Leute wirklich dann das Gefühl haben, oh ja cool, sie können wieder in den Ziegel, also wir alle können wieder in den Ziegel kommen, wir können wieder was machen, wir können das wieder einrichten. Und dann, das ist ja die Geschichte, die dann auch in dem Buch beschrieben wird. So einen Tag vorher war dann wirklich so, den Personalbereich haben wir wunderschön, mit überall, wir haben Pflanzen organisiert und alles wirklich tipptopp gemacht. Und irgendwann laufe ich dann hier so durch und merke so, es stehen überhaupt keine Tische vorne, die Leiter steht noch da, es ist überhaupt nichts gemacht. Und das, finde ich, zeigt auch so ein bisschen den Ziegel als ein Ort, der eigentlich hauptsächlich fürs Personal lebt. Also wir sind wirklich durchs Personal und fürs Personal lebt der Ziegel. Und dann natürlich in zweiter Linie auch irgendwo die Gäste, also keine Sorge. Aber so erst einmal ist es schon, dass wir es gerne für uns schön haben, und wenn es dann andere Leute auch schön finden, dann ist es okay. Also der Ziegel ist ein Wirtshaus und nicht ein Gasthaus. Ja. So. Gut, das wäre nochmal ein Konstante, vielleicht, oder etwas, was sich oder wo sehr typisch ist für den Ziegel, dass aber die Haltung von wir sind nicht eure Diener, also ihr Gäste, ihr sind nicht Könige, sondern eben wir sind da die Wirte. Und da gibt es ein paar wunderbare Geschichten dazu, die auch im Buch drin festgehalten sind, unter anderem von der Nadia Zela, die so ihre Wahrnehmung vom Ziegel erzählt hat. Es haben noch andere Leute das auch erzählt. Ja, ich denke, das ist, wir kommen langsam eben zum Ende, aber vielleicht ist, jetzt ist dann 6 Uhr, vielleicht langt es gleich noch zum, dass ihr wie etwas zu dem Selbstverständnis vom Ziegel, also von euch als Kollektiv, ihr alle etwas noch dazu könnt sagen, weil das, denke ich, ist so sehr speziell für den Ziegel auch. Und damit verhebt er sich für mich persönlich auch von so ziemlich allen anderen Beizen in dieser Stadt ab. Dass es eben die Beiz ist, die von einem Kollektiv betrieben wird, wo, du sagst, wir sind auch eine Familie, oder? Die Ziegelfamilie. Könnt ihr das vielleicht zum Schluss noch wie einfach je in euren ganz eigene persönliche Wort beschreiben, wie ihr euch als Kollektiv oder ja, wie ihr euch als Beiz und als Kollektiv wahrnehmt. Ich würde gerne bei der Susanna anfangen, wie das damals, wie du das wahrgenommen hast. Ihr seid ja auch schon das Kollektiv gewesen. Wie war das für dich gewesen? Also für mich ist diese Form ideal gewesen, weil in einem Team arbeiten, wo alle das gleiche Recht haben, da ist niemand, der unzufrieden ist. Man hat eigentlich die Möglichkeit, sich so zu entwickeln, wie es für einen möglich ist. Ich bin einfach aus dem Grund ganz glücklich gewesen, dass das Kollektiv so funktioniert. Es hat mich auch nicht gestört, dass ich nicht der Boss bin und dass man mir muss folgen muss, bis eben die Anekdote da mit der Hygiene. Aber sonst finde ich, es war wunderbar gewesen, und wir haben viel voneinander gelernt. Wir sind auch sehr unterschiedlich gewesen, von ganz verschiedenen Berufen hergekommen. Aber das Ziel, das wir alle hatten, eben einen Ort zu schaffen, wo für alle zugänglich ist. Ich glaube, das haben wir als Kollektiv optimal umgesetzt. Und da bin ich auch ein bisschen stolz drauf, dass ich durfte da teilnehmen und in der richtigen Zeit einfach gerade rum war. Und das war auch die Zeit, wo viele Südamerikaner da haben müssen fliehen und bei uns auch wieder Zuflucht gesucht haben im Sinn von einem Ort, wo sie verstanden werden. Und das Multikulturelle, das hat mir sowieso gut gefallen und das gefällt mir in Zürich bis heute noch. Ich wohne ja schließlich jetzt 40 Jahre in Wollishofen und die Rotfabrik war der Grund, dass ich überhaupt hierher gezügelt bin und ich bin immer noch glücklich da. Danke, Susanne. Louis, das Kollektiv, in deinen Worten.
Also mich freut es immer wieder. Heute hat es auch wieder ein paar da, Leute, Iris, der Veit. Mich freut es immer wieder, dass Leute hier geschafft haben. Es war ein Durchlauferhitzer immer gewesen. Man sagt, die Leute sind reingekommen und sind wieder gegangen. Aber ich hoffe wirklich, dass sie auch etwas mitgenommen haben und in ihrem weiteren Leben und in ihrem weiteren Werdegang. Und ich habe auch Freude, dass so viele Leute im Ziegel geschafft haben. Und ich habe Freude, wenn ich sie wieder sehe, wie jetzt heute Abend. Danke. Hoi. Ben, willst du etwas sagen zum Kollektiv noch? Also ich bin erst einmal sehr, sehr dankbar für die Gründergeneration, dass sie so viel, glaube ich, richtig gemacht hat und das dann so tradiert hat zu uns, die wir jetzt da sind und eben viele Sachen, die ich jetzt sehr, sehr am Ziegel schätze, die ich jetzt von euch gehört habe, die damals schon so waren, außer vielleicht jeden Montagssitzung, das ist das Einzige, wo ich froh bin, dass es nicht mehr so ist. Aber also ich glaube, es ist einfach ein so ganz grundsätzlich ein besseres Arbeiten im Kollektiv. Ich glaube, der Mensch arbeitet besser, wenn wir mit Leuten zusammenarbeiten und wenn wir gemeinsam Ideen entwickeln. Und ich glaube, es gibt ja jetzt irgendwie so eine neue Mode, dass man irgendwie so auch in klassischen Betrieben halt irgendwie flache Hierarchien, um irgendwie so die Leute so ein bisschen mitzunehmen. Und ich glaube aber letztendlich ist es von der Qualität schon nochmal was ganz was anderes, wenn du wirklich das Gefühl hast, es ist dein Betrieb und du kannst hier wirklich entscheiden und wir verdienen alle das Gleiche und es macht einfach ein angenehmeres Arbeiten und ein besseres Leben letztendlich, glaube ich. Und deshalb bin ich sehr, sehr froh, in einem Kollektiv arbeiten zu können und hoffe, dass wir nochmal irgendwie 40 Jahre oder 140 Jahre schaffen. Danke, ich auch. Leila? Ja, ich muss sagen, ich sage eigentlich fast immer, ich arbeite in einem Familienbetrieb. Also für mich ist es eigentlich ein Familienbetrieb. Ich bin da aufgewachsen. Mein Sohn wächst jetzt auch da auf. Und es ist eigentlich auch fast viel mehr als ein Familienbetrieb. Wir sind selbst verwaltet. Wir haben uns alle gern, oder wenn man sich mal nicht gern hat, dann kann man das ist so wie in einer Familie, da gibt es auch manchmal einen Onkel, den man nicht so gern hat, wo vielleicht ein schwierig ist und dann wird das halt ausgesprochen und dann ist es nachher wieder gut. Aber es gibt nicht so, ich mache jetzt im Moment noch Weiterbildung in einem anderen Betrieb, wo halt klassisch organisiert ist sozusagen mit Hierarchien und alles und ich habe jetzt wirklich müssen merken, hey, das ist etwas ganz anderes und so nach 5 Jahren im Ziegel kann man sich das eigentlich fast nicht mehr vorstellen, in so eine klassische Wirtschaftssituation zurückzugehen, um zu arbeiten. Darum finde ich eigentlich, eben, es ist eigentlich das Schönste zum Arbeiten im Ziegel und ich hoffe, dass vielleicht auch mein Sohn oder andere Kinder oder die nächsten Generationen auch können da arbeiten und das erleben und das auch weiterentwickeln. Ja. Danke vielmals. Mich hat immer die Frage umgetrieben, ja, wie hat der Ziegel also auch die turbulenteren Zeiten überstanden und vielleicht hat er es eben gerade, weil er das Kollektiv ist, überstanden. Ich möchte an diesem Punkt gerne die Runde öffnen. Es bleibt jetzt noch ein bisschen Zeit, dass von den ganz, ganz, ganz vielen Themen und Aspekten aus der 40-jährigen Geschichte vom Ziegel haben wir nur ganz wenige da können ansprechen. Vielleicht habt ihr gewisse Themen, die ihr gerne würdet, Fragen, die ich würde stellen. Ja, der Hansi ist gerade. Ja, also, am Schluss komme ich sowieso wieder darauf zurück, ein grosses Lob im Ziegel und ich staune immer wieder, wie das Kollektiv einfach, ich weiss nicht, wie sie es machen, an den Vollversammlungen bin ich nie drin. aber die Bachsteine wackeln draussen nicht, man hört nichts, also die raufen sich immer wieder zusammen und mittlerweile eben das Spektrum von der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist ja recht gross. Früher ist Qualität und der Service auch ein bisschen sehr, also der ist dann eher gross gewesen. Wenn du Glück gehabt hast, hast du guten Service gehabt, gute Spaghetti, wenn du Pech gehabt hast. Ja, noch, Tampi, wir kommen ja morgen wieder. und
von wegen Küche im alten Ziegel. Leider ist jetzt die Decke gestrichen worden. Man sieht es nicht mehr. Haben wir immer noch gesehen, wie gross die Küche war. Ich meine, die Bühne ist fast ein bisschen grösser da, als die Küche war. Und dann haben sie auf die Dossen auf den Tisch weiter rein gehabt und. Also da ist schon ein rechter Quantensprung passiert, wo sie da runtergekommen sind. Ja. Andere Geschichten sind vielleicht im Buch drin und sonst könnten wir wirklich noch stundenlang über Teebüttel an der Decke reden und. Also da gibt es genug Anekdoten. Aber einmal mehr vielen Dank dem Ziegelkollektiv und dem roten Ziegel. Leider ist es ein Bild nicht mehr dort. Es hat ein Bild gehabt, was übrigens, kommt mir gerade in den Sinn, der Tisch dort hinten, wenn ich richtig bin, ist der sogar bei euch oben gestanden zuerst. Der Personaltisch wäre das, gell? Hansix, danke vielmals. Ich habe vorher vergessen zu sagen, es sind nicht nur Fragen willkommen, sondern es sind auch noch Anekdoten oder Geschichten von euch willkommen, weil es hat ja einige Leute, wie eben zum Beispiel Iris, die hier hockt, oder auch der Veit, die eben selber ja auch im Ziegel-Kollektiv gewesen sind. Jetzt ist es ein bisschen blöd mit dem Mikrofon. Ich weiß nicht, Iris, gell, du hättest gerne etwas erzählt. Also, ich bin einfach mega begeistert, dass nach 41 Jahren der Ziegel einfach da ist und läuft. Oder? Ich war ganz, ganz in den Anfängen. Es war für mich das erste Kollektiv gerade nach dem KV. Und Louis, was du gesagt hast, ich habe nachher eine Wohnbaugenossenschaft prägen mit aufgebaut, eine Hotelgenossenschaft auf über 2000 Meter. Also, die Anfänge da, auch wenn Susanne das ja nicht so lang war und ich eben eine von denen, nicht ein Punk, aber einfach von den Jungen war, bin, wo eben, Zürich war mega aufregend gewesen und wir sind da ja da mit um 11:30 haben wir müssen aufräumen, sind wir nachher ins AJZ, weil das haben wir genauso erkämpft wie die Rote Fabrik. Und wir mussten besetzen und wir haben unsere Frauengruppe müssen dringend aufbauen oder weitertreiben. Aber zum sagen, es war für mich wirklich prägend gewesen. Und ich finde es irrsinnig, weil es sind viele Sachen sind einfach zugegangen. Es hat nicht, also es hat nicht à la longue funktioniert. Und dass ihr heute noch da seid, verdanken wir eben den Pionierinnen, wie auch euch, die einfach immer dranbleiben. Und hoffentlich noch mega lang. Merci vielmals. Danke. Ich muss ganz schnell etwas sagen, weil das vergesse ich. Werde ich nie vergessen, Iris, dass dein Vater, der CVP-Gemeinderat war, Landesring-Gemeinderat war, 1981, gekommen ist, uns die Küche, das Räumchen, wo der Herd drin gestanden ist, gratis anmalen. Also Chapeau, dein Vater. Wirklich. Hat sonst noch jemand eine eigene Erinnerung zum Teilen mit allen, die da sind? Das wäre schön, Veit. Du hast doch sicher auch noch Erinnerungen. Komm. Ja, ich weiss gar nicht, wo anfange ich. Aber ich habe einfach immer gemerkt, oder ich habe ja 40 Jahre den Reggae-Laden geführt und mit Unterbruch und von im Januar aufgehört, frühe Pension, freiwillig. Und bin sehr happy. Und ich spüre einfach immer noch, ich habe ja keine Stiftung gemacht, ich war Quereinsteiger in das Plattenbusiness. Und das halbe Jahr Ziegel, Sommer 83, hat mir enorm viel gebracht.
Und wo wir von Rekrig auf Konzerte angefangen haben zu organisieren, da als, wir waren ja auch ein Kollektiv gewesen, von 5 bis 8 Leuten, Enthusiasten. Und ich habe einfach instinktiv gemerkt, dass wenn wir einen guten Bezug zum Ziegel haben, dann geht es auf. Und der Louis war natürlich eine ganz grosse Identifikationsfigur gewesen. Das heisst, er hat uns in die Arme genommen, er hat uns geliebt. Und dass er ein Ethnologiestudium abgebrochen hat, um da in diesem Kollektiv zu arbeiten, hat mich damals natürlich enorm beeindruckt. Hat die bessere Pension. Und? Was ich möchte das auch noch sagen, in diesem halben Jahr ist enorm gut gekocht worden in dieser kleinen Küche. Ich habe ja regelmäßig dann gegessen. Ich habe selber keine Kübel gemacht oder in der Küche. Ich bin entweder im Ausschank oder im Service. Wenn es ganz viele Leute gab, haben wir schon damals haben wir den Service aufgehört. Wir haben gesagt, alle anstehen. Da hat es eine lange Schlange gegeben durch den ganzen Raum an Kassen. Das weiß ich noch genau und das hat mega Spass gemacht. Mit all diesen Leuten einfach. Und klar, ich habe das auch dort mitbekommen, wenn wir da vorne am See Ausschank gemacht haben und das Kindheitsproblem ist dort langsam recht akut geworden. Und ja, man hat einfach immer gehofft, dass es nicht so brenzlig wird. Und ich habe Glück gehabt, aber es gibt da auch noch andere Geschichten. Aber eben, ich ziehe den Hut auch vor dem Ganzen, vor der ganzen Geschichte vom Ziegel und freue mich, dass es das immer noch da gibt. Danke, Veit. So, es wird noch ein bisschen Zeit bleiben. Dort hinten will, glaube ich, noch jemand etwas erzählen. Ah, oh, nein. Missverständnis. Wer hat noch eine Ziegelgeschichte? Der Richi Wolf hat eine Ziegelgeschichte. Ja, also auch zuerst einmal ganz, ganz herzlichen Dank. Ich bin nicht im Ziegel gewesen. Ich wollte das auch nicht usurpieren. Aber ich war in der BG gewesen, da hinten oben im zweiten Stock, im 1. August 1985 habe ich hier angefangen. Ich weiss noch, 1. August war immer ein Riesenfest mit Tausenden von Leuten. Und das war mein erster Job, hier an der Kasse sitzen und die Leute reinlassen. Der Ziegel war extrem wichtig für die Rote Fabrik. Insbesondere in der Zeit, wo wir die Abstimmung gemacht haben, wo es darum ging, das Provisorium in ein Definitivum überzuführen, 1987. Und da habe ich ganz, ganz eng von der IGRF aus mit dem Ziegel, wir haben ja sehr darauf gepocht auch, dass das unabhängige Betrieb bleibt, IGRF und Ziegel, dass die beiden Betriebe miteinander durch die Abstimmung durch einigermaßen konsolidiert und gesund die Abstimmung überleben. Weil es hat viel Kontroverse gegeben in der Fabrik. Macht man da mit bei dieser Abstimmung? Will man dafür sein? Ist man dagegen mit dem neuen Betriebsmodell und so? Und da ist es ganz, ganz wichtig gewesen, dass wir zusammengehabt haben und mit Erika Rotten und dem Jack Hösli, weiss ich noch ganz gut, haben wir extrem eng zusammengearbeitet. Der Louis natürlich auch, der Fabian, der da hinten ist, war auch dabei gewesen. Alle zusammen haben wir extrem gut können zusammenheben durch die schwierige Zeit, wo es viel, viel Spannungen gegeben hat mit der Stadt, mit der Politik, mit den Medien, mit den Parteien, mit dem Quartier. Es war wirklich eine ganz schwierige Zeit gewesen. Ich war nur 2,5 Jahre in der BG gewesen, aber ich muss sagen, nachdem ich jetzt mittlerweile kurz vor der Pensionierung stehe, auch als Stadtrat, mein prägendste Erlebnis in meinem Leben war sicher, hier in der Roten Fabrik zu arbeiten. Ich habe gewusst, es war ein mega harter Job gewesen, auch dort, wirklich in dieser Zeit.
nicht nur mit dem Kind, auch sonst war es her und mit dem Drohnenhallenputzen und mit dem Kotzen dann auf den Stegen und all die Geschichten. Es hat ganz viele schwierige Zeiten gegeben, aber es war eine prägende Zeit und für mich war es, ich habe das dort schon gesagt, wenn ich diesen Job arbeite, dann arbeite ich jeden Job. Und das ist es dann auch geworden. Das ist es tatsächlich auch geworden. Ich glaube, das ist für viele Leute, für ganz viele Leute, die da geschafft haben. Es sind Dutzende, es sind Hunderte, die da geschafft haben und die irgendwo in der Stadt irgendwie wieder irgendetwas gemacht haben. Aber es sind Beziehungen, die zurückgehen auf eine Gemeinsamkeit, die man da hat. Und für mich ist das wahnsinnig wichtig gewesen. Ich bin sozusagen als Auslandsschweizer zurückgekommen in die Schweiz und habe gar keine Beziehungen da gehabt. Und die 80er-Bewegung natürlich auch. Und dann aber die Rote Fabrik war so für mich so die soziale Basis gewesen für nachher all das, was sich nachher ergeben hat. Und von dem her bin ich extrem dankbar. Ich glaube, ich wäre vielleicht mit dem Louis zusammen irgendwo in der dritten Welt in einem Ethnoforschungsprojekt gelandet. Ich habe keine Ahnung. Und dank dem 80er und der Roten Fabrik bin ich überhaupt da geblieben in Zürich und bin glücklich geworden und zufrieden geworden und habe ganz viele Freunde und gute Bekannte da auch können machen und mit einem zusammen die letzten 40 Jahre verbringen. Danke vielmals. Danke vielmals dir, Ricky. So schön. Ja, hat sonst noch jemand eine Geschichte? Ja. Am Eröffnungsfest 1980 im Oktober sind ein paar tausend Leute in die Rote Fabrik gekommen. Ich war der IGRF, wir hatten die Verantwortung eigentlich für den Raum hier am Traktat. Und dann kam eben die Bewegung gekommen und der Ziegel hat da seine Preise gehabt für Bratwurst, für einen Kaffee, für das Bier und so. Und seine Preise waren dann noch nie so günstig, als die Bewegung nachher die Beiz übernommen hat. Das ist, glaube ich, der Grund, dass der Mario, der mit dir, Susanna Driossi, gearbeitet hat, nachher den Dienst quittiert hat und gesagt hat, so kann man kein Beiz führen. Und so günstig war das eigentlich gar nicht mehr gewesen, wie am ersten Eröffnungsfest in der Roten Fabrik. Das hat mir schon Eindruck gemacht und danke, dass Sie den weitergemacht haben und nicht aufgegeben haben. Danke. Danke auch. Sonst noch eine Geschichte zum Ziegel? Sonst im Buch, im Jubiläumsbuch zu der Roten Fabrik, hat die 40-jährige Geschichte erzählt, mit Stimmen unter anderem von Louis und auch von Ben. Genau. Und am 7. fängt dann das Fest an mit Lesungen und Konzerte, ihr kennt das Programm sicher. Ja, in diesem Fall würden wir da jetzt Schluss machen. Ich danke euch herzlich, dass ihr hierher gekommen seid und zugelassen habt. Und ich danke euch ganz herzlich, dass ihr erzählt habt aus der Geschichte vom Ziegel. Ja, es ist bald 50 Jahre Rote Fabrik. Vielleicht kann man dann Ausstellungen und weitere Podiumsdiskussionen respektive Erinnerungs-Erzählungsveranstaltungen durchführen. Das wäre doch schön. Ich danke vielmals am Ziegel und der Rote Fabrik und allen, die das da möglich gemacht haben. Der Louis ist übrigens heute extra aus Italien da angekommen und er wird morgen wieder zurückfahren, gell? Und ja, ein extra Applaus für den Louis, würde ich sagen. Natürlich mag ich mich an dich erinnern. Zum Schauen, hoi, das ist so schön.